Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute habe ich hier ein Glendronach, The Glendronach Portwood Highland Single Malt Scotch Whiskey. Non-chilled filtered, yay! Natural color, yay! Und es steht hier enriched, also verstärkt oder verbessert durch eine zweite Reifung in den feinsten Portpipes aus dem Douro-Tal in Portugal. Einziger Ort, wo Portwein hergestellt werden darf, übrigens, geografische Bestimmungen. Was hier fehlt, sind die Angaben, die wir bei der ersten Abfüllung von 2019 mit Port hatten, nämlich, dass es 3 Jahre lang ein Port war und da insgesamt 10 Jahre alt ist. Fehlt gänzlich. Was wir hier haben, ist tatsächlich eine Abfüllung, der kommt aus dem Jahr 2020 und in diesem Fall wurde am 18.06.2020 abgefüllt. Woher weiß ich das? Wenn man hier auf der Bottle hier unten schaut, ist da ein Code und wenn das Licht mitspielt, könnte man den Code sogar hier lesen. Ja? Also von daher 46% habe ich schon erwähnt. Ich habe 56,90 € bezahlt dafür und das ist Whiskey Base 164944. So, wer mich kennt, weiß, ich werde immer einen Vergleichswhisky, möglichst immer einen Vergleichswhisky hier haben. Und in diesem Fall ist da tatsächlich ein Vergleichswhisky, ein Glenallachie, 11 Jahre alt, Portwood. Also, die Verpackung habe ich hier, ganz neue Flasche. Jo, so ist das. So, von daher haben wir eine 61,90 €, 56,90 €. Zumindest das, was ich bezahlt habe. 46%, 46%. Port Finish, Port Finish. Also ich finde diesen Vergleich dieses Mal sehr treffend. Das Erste, was mir auffällt, sind die tiefe, dunkle Purpurfarben hier. Und hier fällt mir auf diese etwas billig wirkende, Entschuldigung, Billy Walker. Billig wirkende Rotfarben, ein bisschen weihnachtlich was, ein bisschen Warn-Rotfarben denn da. Achtung, Achtung. So, beides hier non-chill filtered, beides kein Farbstoff hinzugetan. Also natural color, non-chill filtered, natural color, non-chill filtered. Farblich tun sie sich echt gar nichts, finde ich. Also ich hole mein Blatt Papier hier vorne. Ihr könnt selbst sehen, ob der ein Unterschied erkennbar ist für euch. Für mich war das nicht so. Jo. Nase. Ich hoffe, Glendronach gewinnt. Aha. Das wäre natürlich gut. Rund. Da sticht kein Alkohol, ganz wichtig. Und eine leichte Himbeernote. Port. Mehr Alkohol. Zwar nicht in der Flasche, aber an der Nase schon. Und ein bisschen mehr Fass, also ein bisschen mehr Holz. Deutlich mehr Holz als am Port. Interessant. Interessant hier. Den alten Trick. Wir benetzen die Seiten vom Glas, damit noch mehr Oberfläche da entsteht, sodass mehr Geruch auch dann freigesetzt werden kann. Da habe ich mehr Alkohol gehabt. Natürlicherweise. Hier bin ich eher, statt Himbeer, bin ich in eine Erdbeere-Moment reingegangen. Beide Portfässern. Beide haben wahrscheinlich Tony-Portfässern gehabt. Keine Ahnung. Portpipes. Also mein Butt hat normalerweise 500 Liter. Ein Portpipe hat auch meistens auch 500 bis 550. Und das Interessante ist, ein Butt ist ein ganz großes, wie amerikanischer Fass. Aber die Portpipes sind wirklich hier gebogene Dinger. Also die waren viel erhältlicher damit zu arbeiten. Die waren, also der Holzdauben sind da viel, viel mehr gebogen. Nicht gerade, sondern wirklich wie ein bauchiger Fässer waren das. Also Nase, muss ich sagen, langsam aber sicher gewinnt Glenallachie. Wow. Also nochmal ganz kurz zu meiner Geschichte. Wenn du mich fragst nach einer Lieblingsbrennerei, meistens sage ich keine Ahnung. Und du warst Jason, was trinkst du am liebsten? Also Glendronach. Also ich liebe den 12, ich liebe den 15, ich liebe den 18, ich liebe den 21. So von daher, der Glen auch 10 war gut, der 8 war furchtbar.
Rachel Berry hat jetzt hier das rausgebracht. Sie ist, seitdem Brown-Forman das übernommen hatte von Billy Walker, dafür zuständig, auch um die Sachen zu mischen und zu blenden. Sie hat auch ihr Doktor, es war ein Ehrendoktor, aber trotzdem einen Doktortitel hier gekriegt. Und Glenn Alechi ist der Fortsetzung von Billy Walker. Er hat einfach gesagt, Mensch, wir wollen hier tolle Whiskys machen mit tolle Finishings. Weil er kann noch nicht sagen, hey, nach 4 Jahren habe ich hier der beste Whisky, der Vollreifung ist. Er muss mit dem arbeiten, was da war. Und er hat einfach mal den besten Holz genommen. Und gerade bei der 15 Jahre Alte war es so, dass der Glen Allachie mir blind beinahe besser gefallen hat als der Glendronach 15. Und das hat mich fast erschrocken und geärgert. Und ich glaube, Glen Allachie ist wirklich die Distillerie, der, wo man ein bisschen drauf achten muss. Allerdings, preislich tun sie sich hier wirklich kaum was. Der ist sogar teurer als das hier. Aber der hat eine Altersangabe 11 hier, No Age Statement. Okay, cheers. Das Erste, was mir auffällt, ist Jugend. Also spritzig jung. Der prickelt richtig krass auf der Zunge. Dann kommt ein bisschen Holz. Und jetzt kommt der Port. Der Port schmeckt erstmal alt. Gut. Und der Abgang ist schön, aber der ist echt heiß. Ein bisschen für das, was ich erwartet habe. Ich bin echt am Überlegen, was jetzt hier. Diese Momente vom Heiß kannte ich hier von der Achtjährigen. Und offenbar sind das, was jetzt bei Glendronach gemacht wurde oder wird, dass sie ein bisschen rushed, also ein bisschen gehetzt Sachen rausbringen, die vielleicht ein Jahr länger am Fass hätte bleiben sollen und ein bisschen paar Rundungen mehr zu haben, ein bisschen abgerundet, ein paar einfach weichere Momente hier zu haben. Aber jetzt Geld, 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 Brown-Forman, boom, 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 boom. Also, obwohl es eine Familienbesitz ist, mehrheitlich, dennoch ist das eine Aktiengesellschaft. Also 51% mindestens gehört der Familie. Das Restliche ist gestreut und die wollen natürlich ihre Dividende und so weiter haben. Und da ist eine Aktiengesellschaft dahinter, das muss man wissen. Bei Glenallachie sind Investoren, die wollen irgendwann ihr Profit auch denn da haben, aber das ist nicht vierteljährlich hier wichtig. Gut, genug Zeit gelassen hier, um diese Whisky auch im Mund hier verschwinden zu lassen. Aber der hält gut an. Glenallachie, Portwood 11. Ich glaube, der Moscatel fand ich am besten von der Serie hier, was rauskam. Es kommt jetzt eine neue von Glenallachie, kommt immer was Neues. Da ist der Virgin Oak. Aber der Moscatel fand ich besser. Und dann kam der Port und dann der Rye. Der Rye habe ich Probleme damit. Also Rye Finish, nicht Rye Roggen vom Anfang an. Im Antritt weicher, durchgängig weicher, aber auch mehr Astringenz. Also ein bisschen muss ich sagen, ist das Holz hier stärker. Da sind mehr Tannin im Spiel. Das, was übrig bleibt, ist eine dunkle, wie ein Erdbeermoment. Eine überreife Erdbeer. Mit Holz. So, mit einem Holz-Touch. Ich glaube tatsächlich, der Dronach wird mir besser gefallen. Allerdings, das wird kein Zweier-Whisky sein. Das sind Dreier-Whisky, Leute. Naja, würde ich tausendmal lieber der 15-Jährigen davon haben. Einen ähnlichen Preis. 15 Jahre alte PX und Oloroso Sherry Reifung oder hier eine Glendronach. Oh, apropos, das ist eine Triple Barrel. Also da ist PX und da ist Oloroso drin, laut whisky.de. Und dann obendrauf kommt tatsächlich diese Portpipe Finish. Also das ist schon interessant. Hier war wahrscheinlich ein Bourbonfass und dann kam es einfach nur in ein in Portfässern und wurde nochmal hier vermehlt. So. Also Port kommt hier schöner durch. Also dieser Himbeermoment, dieser süße Moment, hier habe ich mehr eine Süße, hier habe ich mehr eine Holzlastigkeit.
Aber der ist immer noch arg jung. Also wer damit umgehen kann, wer dieses spitzige Moment einfach mal sich nicht daran stört, ist hier gut aufgehoben. Allerdings, ich finde diese Whiskys überteuert. Also 56,90 € von No Age Statement hier für diese Portwood ist ein bisschen viel. Der alte, der 10-jährige, da ist wenigstens Altersangabe. Und es gibt der Peated Portwood. Der ist nicht getorft, ja? Das ist der neue 2020-Version. Ich habe viel Wasser reingetan, wir sind auf 25% herum. Wow, nice. Alles ist da. Also, sogar ein bisschen hier. Trockenheit am Ende. Habe ich nicht vor gehabt. Ich werde noch ein letztes Mal probieren, denn meine These wird folgendes sein. Ich glaube, bei 40% wäre der besser. Ja, ich weiß, ihr wollt immer mehr Alkoholgehalt, aber ich nicht unbedingt. Ich will eine runde Whisky manchmal haben, der einfach richtig, einfach vom Anfang an ist. Aber dann könnte ich denn offiziell wahrscheinlich nicht mit Unchilled Filtered machen, denn auch durch Transport und auch durch Eiswürfeln und so weiter wird er trüb, das wollen wir nicht. Ja, ich glaube schon, dass der Wasser diese Kanten wegnimmt. Ja, besser, eindeutig. Okay, ich lese mal vor, was es hier hat. Der Farbe ist intensiv Kirschholz. Nase ist hier eine viktorianische Pflaume. Bramble, das ist Himbeer. Und hier Erdbeermarmelade mit Kirschblüten und Geißblatt. Mit ein bisschen Sandelholz und Ingwer. Also Ingwer ist diese Schärfe, von dem die geredet haben. So, Geschmack. Wir haben Schichten auf Schichten von reichen Früchten. Brombeeren und geröstete Apfel mit frisch gebackenem Ingwerbrot. Also hier Spekulatius. Und dann geht es weiter zu gebackener Orange mit schwarzer Kirsche Noten. Okay. Am Ende haben wir eine leckere Orangenschale, Sultanen, Kirschkuchen. Mit einem fruchtigen Finish. Wow, Rachel Berry, nicht schlecht. So, ein letztes Mal hier Glenallachie. Für meinen Geschmack ist der Holzeinfluss hier schon zu dominant. Der Port kommt nicht so stark wie der Holz durch. Meiner Meinung nach. Beide Flaschen sind cool. Da bin ich hier bei ein 3 plus, 3 plus plus kann ich auch hingehen. Preislich 3. Hier bin ich eher bei ein 3 im Geschmack heute und preislich auch ein 3 bis 3 minus, je nachdem. Interessant, interessant. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gegeben habe. Jemand hat neulich gefragt, Jason, hast du eine Liste von alle deiner Benotungen? Nein. Also bei irgendwie 500, der 500. Video fiel mir ein, ja, Mensch, hätte ich eigentlich machen müssen. Und da hatte ich keinen Bock, nochmal die 500 nachzuholen. Und seitdem sind noch 1000 dazugekommen, plus 1200. Und von daher, nö. Also falls jemand das tun möchte, viel Spaß, machen wir. Jo, interessant. Frage des Tages: Portwood Finishings. Beide sind gefinisht. Was gefällt dir am besten? Also, der Glendronach hier mit Port ist gut. Mir fällt momentan nichts spontan ein. The Liberator vom Irland war furchtbar. Vieles mit Port war aus Irland. Da war hier, habe ich neulich davon erzählt,
Auch denn da von Rolf Kasper hier von seiner Essener Hof, da war eine Vollreifung Port, der war lecker. Aber hier weiß ich nicht. Okay. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Bitte teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Die Flasche wurde schon geteilt letzte Woche. Die habe ich sogar 3 Stücke von gekauft und die geteilt, weil ich fand es wichtig, dass wir da von der neuen hier probieren können. Meistens ist mein Ziel, eine einzige Flasche zu haben. Ja, ich mache Flaschen, ich mache ein Video und dann ist die durch. Aber manchmal für meine Super finde ich einfach, dass ich ein paar weitere Flaschen danach bestelle und dann lasse ich einfach laufen und dann schauen wir mal, wie viele Flaschen zusammenkommen. Bei Springer, Springbank 15 waren es 4 Flaschen, hier war es 3. Ist viel Arbeit für mich, aber gut, so ist das. Ich darf mich nicht beschweren. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier für meinen ab 17:30 Uhr für meine Verkostungsvideos und wir sehen uns jeden Sonntagabend um 21 Uhr hier für ein Livestream mit irgendeinem Gast. Jo, manchmal am Freitag oder Samstag kommen Bonussachen wie Blind Tastings oder andere Tastings oder auch einfach ein YouTuber treffen, also Whisky-Tuber. Und das ist einfach schön, unterwegs mit euch zu sein. Vielen Dank, Whisky Jason. Bye bye.